Herzlich willkommen zu meinem Fitness Fusion Programm. Wir werden eine Mischung aus verschiedenen Bereichen machen und wir legen gleich los. Die Füße bleiben eng geschlossen. Platziere deine Hände an deine Beckenknochen, richte deine Wirbelsäule auf und wir öffnen die Füße und schließen. Und öffnen und schließen. Versuch dich immer wieder lang nach oben zu ziehen und lass deine Schultern entspannt. Jedes Mal, wenn du die Füße öffnest, dann spürst du, wie deine Po-Muskulatur hier außen arbeitet. Und wieder schließen. Und öffnen und schließen. Tempo, öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, Tempo und öffnen, 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 öffnen. Bleib hier und heb die Fersen nach oben an, roll das Becken ein und geh tief, tief. Und komm nach oben und hoch, langsam, tief und tief. Und hoch und hoch. Tempo, tief, tief. Tief. Nimm die Arme nach oben, hoch, 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 tief. Die Arme kreisen nach außen, nach oben und wieder nach unten. Lass die Fersen oben und bleib hier. Schwenk dein Becken nach rechts und nach links. Geh tief und wieder hoch. Und tief, immer noch die Fersen oben halten. Zieh die Knie nach außen und hoch. Und tief. Okay, wir nehmen die Arme wieder mit dazu. Und hoch, hoch, hoch. Jetzt die Beine strecken und wieder beugen. Und hoch. Und tief. Okay, gut. Setz die Fersen ab, schließ deine Füße. Beug deine Beine, streck die Arme nach vorne aus, halte den Rücken gerade, Kopf in Verlängerung. Und Ferse hoch und zieh die Ellbogen eng an deinen Körper ran. Fersen heben und dann spürst du, wie deine Beinmuskulatur richtig aktiviert wird. Und zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Wir steigern das Tempo. Hopp. Ziehen. Ziehen. Kopf in Verlängerung halten. Sehr gut. Zieh die Schulterblätter eng zusammen. Die Ellbogen an den Körper anziehen. Tempo. Wir bleiben hier. Tempo. Okay, dann langsam strecken. Wir rollen ab, um die Hinterbeinmuskulatur ein wenig zu dehnen. Wieder nach oben. Langsam lass dir Zeit. Langsames Tempo. Noch einmal. Und wieder hoch. Okay, dann platziere deine Hände an deine Beckenknochen. Richte deine Wirbelsäule auf. Hohe Kicks, but more, nennt man die im Ballett. Zieh die Schultern tief. Langsam. Und wieder zurück. Hoch, hoch, hoch. Versuch, dein Becken ruhig zu halten. Wir wechseln die Seite. Hohe Kicks. Und nach oben schlagen. Hoch, hoch. Wir nehmen die Arme mit dazu. Schieb deine Handflächen weg von dir. Und wachse nach oben. Wechseln, hoch und hoch, hoch, doppeltes Tempo und hoch, 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 wechsel und hoch, 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 wechsel. Kick nur so hoch, wie du kannst, so dass dein Becken wirklich platziert bleibt und der Rücken gerade. Okay, wechsel. Wir nehmen die Arme mit dazu.
geht los und hoch, hoch, hoch. Wechsel, hoch, 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 hoch. Wechsel, hoch, hoch, hoch. Wechsel, sehr gut. Rücken gerade. Zieh dich hoch. Dann bleib hier tief, tief. Jetzt schieb das Becken nach vorne und nach hinten. Die Fersen bleiben oben, hoch. Und du kippst das Becken nach hinten und nach vorne. Jetzt geh tiefer und heb die Fersen noch höher. Und wieder nach oben. Du rollst das Becken ein und kippst das Becken. Und wieder ganz nach oben, streck die Beine und feder hier oben. Sehr gut. Nimm die Arme nach oben. Weiche Arme, zieh die Schultern tief und wieder nach unten. Letztes Mal, halte die Fersen oben. Und tief. Okay, dann geh wieder tief, tief. Zwei Stufen, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Wir bleiben tief, arbeiten hier wieder mit unserem Becken und Becken kippen und einrollen. Geh tief und wieder nach oben. Rücken bleibt stabil, nur dein Becken arbeitet. Und wieder tief. Und wieder hoch. Okay, sehr gut. Setz deine Fersen ab. Dreh die Füße nach außen. Die Arme hängen locker nach unten. Und du öffnest dich nach außen. Und nach außen im Wechsel. Tief beugen. Die Sitzknochen fallen nach unten. Die Arme gehen vor und zur Seite. Vor, zur Seite. Rücken gerade halten. Und jedes Mal, wenn du die Beine beugst, ziehst du die Knie nach hinten. Okay? Nochmal und tief. Und tief. Tief. Und tief. Bleib hier und federn. Federn. Fersen heben, federn. Federn. Nimm den Oberkörper ein bisschen mehr nach vorne. Und federn. Schieb deine Knie nach außen. Zieh sie nach hinten. Und strecken und schließen. Zur anderen Seite. Und wir öffnen, bleiben und federn. Nimm die Arme nach oben und schieb die Hände weg von dir. Hoch und vor. Und hoch und vor. Und hoch. Starke Arme, hoch und weg. Letztes Mal, hoch und weg. Und wieder schließen. Füße schließen, Wirbel für Wirbel abrollen. Und wieder nach oben kommen. Okay, dreh die Füße etwas nach außen. Dreh dich leicht zur rechten Seite. Nimm deine Hände an deine Beckenknochen, bring den Oberkörper nach vorne, Rücken gerade halten, zieh die Bauchdecke etwas nach innen und heb den linken Fuß ab und beginne hier zu federn. Sehr gut für die Po-Muskulatur. Und jetzt gehen die Arme hoch, hoch, hoch und wieder tief, tief, tief und hoch die Arme. Hier dürfen die Arme wieder ganz weich bleiben. Und wenn du möchtest, leg ruhig die Hände an deine Beckenknochen an und lass die Arme einfach weg und konzentriere dich auf die Beinarbeit. Und wechsel zur anderen Seite. Der Fuß ist leicht nach außen gedreht. Oberkörper in eine Linie, Kopf in eine Linie. Dreh dein Bein etwas nach außen und beginne zu federn. Federn, federn, wenn du möchtest, nimm die Arme mit dazu
hoch, 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 tief, tief, hoch, hoch. Letztes Mal. Und dann schließ deine Füße und locker deine Beine etwas aus. Also wie ihr seht, man braucht gar nicht so viel Zeit. 10 Minuten reichen vollkommen aus, um den Körper wirklich zu trainieren und geschmeidig zu bekommen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Mehr Fitness-Workouts findet ihr bei uns in unserem Fitness-Channel. Das Beste ist, es ist kostenlos, einfach abonnieren und somit habt ihr immer das aktuellste Video.